Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich daran zu erinnern, dass sie es in ihrem eigenen Leben wert sind, glücklich und gesund zu sein. Sie daran zu erinnern, dass sie eine große Macht in sich tragen, die Selbstverantwortung. Und mit dieser Selbstverantwortung ist so vieles möglich. Ganz häufig haben wir alle so dieses Gefühl, da kann man nichts mehr machen. Jedoch ist das ein Verhalten, was wir uns vielleicht selbst antrainiert haben, aufgrund der Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. So häufig sind wir in unserem Leben so hilflos dem gegenüber, was da passiert. Und haben uns vielleicht so sehr daran gewöhnt, an diese Hilflosigkeit, dass wir übersehen, dass wir für uns selbst einen riesen Handlungsraum haben. Und dieses Handlungsspektrum, was da uns zur Verfügung steht, dürfen wir erforschen, wir dürfen lernen, dass wir für uns selbst alles bewirken können. Wir können für uns selbst so viel verändern. Und genau aus diesem Grund gibt es diesen Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist, dass du ein Teil vom Bewegungskind bist und in dir selbst dieses Bewegungskind wieder aktivierst, um dich auf allen Ebenen in deinem Sein zu bewegen und somit so viel zu verändern. Und genau darum soll es heute auch ein Stück weit in dieser Podcast-Episode gehen. Und das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich mache dann 2 Wochen Pause und das habe ich mir in der ganzen Zeit, seitdem es diesen Podcast gibt, noch nicht einmal erlaubt. Das mache ich jetzt. 14 Tage Pause. Und die nächste Folge nach dieser Folge wirst du dann am 14. August erhalten. Also es gibt 14 Tage kein Bewegungskind-Podcast, keine neue Folge. Natürlich stehen dir alle anderen Folgen noch zur Verfügung. Das heißt, 213 Folgen, die du immer wieder mal hören darfst. Vielleicht möchtest du dir mal die erste Folge anhören und den Vergleich hören, wie meine eigene Entwicklung war. Das wird auf jeden Fall ziemlich spannend, denn die ersten Folgen sind aus meiner Sicht so, so, so aufregend gewesen. Ich wusste noch gar nichts. Ich war noch so am Anfang und wusste auch noch gar nicht, wo ich mit diesem Podcast hin will. Und heute ist es so straight nach vorne. Ich habe so viel Leichtigkeit in diesem Podcast. Ich habe so viel Freude daran und jede einzelne Folge kommt aus meinem Herzen für dich. Und genau deswegen nehme ich mir auch eine kleine Pause, um mich wieder neu inspirieren zu lassen, mich genau an die Dinge zu halten, die ich hier in diesem Podcast immer wieder erzähle und für dich bereitstelle, nämlich, dass ich gut zu mir selbst bin. Und 2 Wochen Pause, das ist das, was ich jetzt gerade brauche und worauf ich mich so riesig freue. Wenn du in dieser Zeit trotzdem ein bisschen Input brauchst, kannst du natürlich zusätzlich zu diesem Podcast auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Hier werde ich auch in der Zeit des Urlaubes immer mal wieder dir ein paar Inspirationen für deinen Tag bereitstellen. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du dann auch einfach auf Instagram mir mal deine Gedanken da lässt, ein herzliches Hallo und auch mir erzählst, wie es dir geht und was gerade dein Weg ist. Ganz gleich, was gerade dein Weg ist, vielleicht wird dich auch die heutige Podcast-Folge dazu inspirieren, weiterzumachen. Denn ich glaube, dass viele, viele Menschen so ein bisschen überfordert sind mit dem Weg, der vor ihnen liegt, mit der Selbstverantwortung, die sie in sich tragen und gar nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen und warum sie anfangen sollen. Und die Folge hieraus ist, dass viele Menschen einfach gar nicht anfangen und dass sie sich lieber darauf konzentrieren, im Außen gut genug zu sein. Das heißt, sich für andere Menschen aufzuopfern und da dann letztendlich dieses Feedback zu erhalten. Eine Art Belohnung für unser gesamtes System, also auf der psychischen, mentalen und körperlichen Basis. Und das führt dazu, dass wir uns dann für das Außen aufopfern, dass wir immer mehr tun für das Außen, um es im Außen gut gehen zu lassen, sodass die Menschen um uns herum davon profitieren, dass wir uns aufopfern. Und ich darf dir sagen, dafür bist du nicht hier. Du bist so, so wichtig in diesem Leben, in deinem Leben. Und deine Aufopferung und das Leiden, was letztendlich ja daraus entsteht, wird dieses Leben nicht großartiger machen, sondern jeder einzelne Moment, in dem es dir so richtig gut geht, jeder einzelne Moment, in dem du selbst für dich Glück und Zufriedenheit generieren kannst. Also in diesem Sinne, lass uns da reinstarten in diese Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen.
Ganz gleich, wo du gerade stehst, ganz gleich, an welchem Punkt du gerade bist, in welchem Stadium, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du dich fit fühlst, ob du dich krank fühlst. Es ist total irrelevant, an welchem Punkt du gerade bist, mit welchen Voraussetzungen du hier bist. Eins ist wichtig, du hast in dir ein riesengroßes Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Es ist so wichtig für uns alle zu verstehen, dass wir so viel bewirken können, wenn wir bei uns selbst anfangen. Jedoch sind wir durch unsere Gesellschaft so sehr darauf geprägt, dass wir höher, schneller, weiter und am besten für das Außen agieren müssen. Wir müssen es für das Außen gut genug machen und so geht es mir auch. Auch ich habe immer wieder dieses Gefühl in mir, ich mache das jetzt. Und manchmal ist mein Mund schneller als mein Gefühl in mir und ich sage manchmal bei Dingen zu, wo ich dann später merke, oh, das war jetzt nicht richtig. Das war jetzt nicht richtig, weil ich in mir dann nur diesen Anteil schüre und stärker mache, der einfach gut genug sein möchte für das Außen. Und da darf ich mich auch immer wieder darauf neu ausrichten, wo ich sage, hey, das geht gerade, hey, das geht nicht. Und darf dann für mich selbst noch mehr sorgen. Das heißt aber nicht, dass ich all das, was ich tue, nicht mit Freude mache, denn das ist was ganz, ganz Wichtiges. Alles, was du aus Freude heraus tust, was dir Spaß bereitet, wo du spürst, das ist was richtig Gutes und das nicht nur fürs Außen, sondern auch für dich, das hat das Potenzial, langfristig Bestand zu haben. Und ich glaube, dass so viele Menschen aufgeben, weil genau dieser Faktor nicht erfüllt ist, dass sie keine Freude haben an dem, was sie tun, dass sie letztendlich immer mehr und immer mehr in diese Abwärtsspirale reingeraten und es einfach nur noch tun, weil sie es tun müssen. Und müssen, das ist so ein Wort, was wir begreifen dürfen. Wenn wir etwas müssen, wollen wir das Ergebnis, aber wir wollen nicht die Konsequenzen tragen. Also wir wollen nicht die Anstrengung, aber wir wollen das Ergebnis. Wir wollen die Bikini-Figur, aber wir wollen nicht unsere Ernährung umstellen. Wir wollen nicht auf die Süßigkeiten verzichten, nicht auf die Chips, nicht auf das Couching und den Netflix-Marathon. Wir wollen uns nicht bewegen, weil wir müssen jetzt abnehmen. Wir müssen jetzt abnehmen und wir wollen nur das Ergebnis, aber wir wollen nichts dafür tun. Und vielleicht spürst du schon, wohin die Reise geht. Das hat nichts mit Freude zu tun. Das hat nichts mit Freude zu tun. Und da dürfen wir unsere Gedankenwelt so sehr ändern. Und das ist auch der Grund, weshalb ich es für so wichtig halte, dass wir nicht nur auf der körperlichen Basis arbeiten, sondern immer auf der mentalen Basis. Wir dürfen anfangen, mit unserer Innenwelt zu arbeiten, dahin zu hören, was da einfach vor sich geht, weil da geht eine Menge ab. Das darf ich dir verraten. Für mich arbeite ich schon seit Jahren immer auf allen Ebenen und frage mich immer wieder, okay, wie geht es dir damit? Höre mir selbst zu bei meinen Selbstgesprächen. Und es gab eine Zeit, da waren diese Selbstgespräche einfach unterirdisch. Es war wirklich eine Katastrophe und die Verurteilungen, die ich mir selbst erzählt habe, haben letztendlich dazu geführt, dass ich absolut keine Freude daran hatte, die Dinge zu tun, die ich den ganzen Tag getan habe. Und das auf allen Ebenen. Ich hatte keine Freude bei meiner Arbeit, die ich gemacht habe. Ich hatte keine Freude bei meinen Hobbys. Ich hatte selbst keine Freude am Sport und bei all dem, was ich gemacht habe. Ich habe nur noch automatisiert irgendwelche Serien geguckt. Ich habe nur noch automatisiert irgendwas zu essen in mich reingestopft, um dann ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich es gegessen habe. Und das ist so ein Kreislauf, den dürfen wir alle durchbrechen. Und den habe ich durchbrochen und habe daraus eine unendliche Freiheit bekommen und ein Bewusstsein, dass ich das bewirken kann. Das ist nichts, wo ich irgendwie abhängig bin vom Außen. Das ist nichts, wofür ich irgendjemand anderes die Verantwortung geben kann. Ich bin es. Ich bin es. Und in deinem Leben bist du es. Du bist die Person, die so viel verändern kann. Und heute lade ich dich dazu ein, genau da anzufangen. Denn das ist etwas, was dir so viel Freiheit geben kann, so viel Freude in deinem Leben. Und du bist hier in diesem Leben, um Freude zu haben. Und ich habe es gerade eben schon einmal gesagt. Es ist so wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir, wenn wir leiden, unser Leben dadurch nicht mehr Bedeutung bekommt, sondern nur mit jedem Moment der Freude, mit jedem Moment, in dem wir einfach mit Liebe rausgehen und spüren, yes, es ist das Leben, yes, es ist einfach das, was ich gewählt habe. Das habe ich gewählt und ich will das. Ich will das. Ich muss das nicht. Ich will das. Ich bin bereit, all das zu tun, was es braucht, um mein Ziel zu erreichen. Und ich gehe noch darüber hinaus. Das ist die Energie,
die dich voranzieht und das ganz gleich, in welchem Bereich du gerade für dich eine Veränderung bewirken kannst. Gehen wir mal ins Detail da rein. Egal, wo du gerade stehst, ganz gleich. Es ist wirklich total egal, ob du gerade mit deiner Arbeit unzufrieden bist, ob du abnehmen möchtest, ob du insgesamt einfach mehr gesunde Ernährung integrieren willst, ob du dich bewegen willst, Sport treiben willst, egal was du beginnen möchtest. Es ist immer so wichtig, dass du genau da beginnst, wo du gerade bist und nicht, wo die anderen sind. Und wir neigen immer so sehr dazu, uns zu vergleichen, zu sagen, oh, die Nachbarin, die hat 5 Kilo abgenommen, weil sie gefastet hat oder weil sie irgendeine Kur gemacht hat, irgendeine Darmregeneration oder weiß ich was. Es gibt so viele Dinge, die wir tun dürfen. Es gibt so viele Dinge, die wir in unserer Gesellschaft machen können. Die Produkte und der Markt ist so riesig, dass wir wahrscheinlich auch langsam den Überblick verloren haben von dem, was nun gut sein soll und was nicht. Deswegen fange da an, wo du bist. Fange bei deinen Füßen an und frage dich doch einfach mal, ist das für meinen Körper, für den Menschen, der ich selbst bin, richtig und wichtig? Fühlt sich das gut an? Hinterfrag doch einfach mal die Dinge. Nur weil jemand anderes irgendwas damit erreicht hat, weißt du noch lange nicht, ob das nachhaltig ist. Und das ist etwas, was ich immer tue. Wenn mir jemand erzählt, ja, das funktioniert so gut, mach das mal und so musst du machen, frage ich mich immer, ist das der Weg, der mich langfristig irgendwo hinbringt? Weil für mich ist es totale Zeitverschwendung, irgendwie 4, 5, 6 Wochen irgendwas zu tun, was mich letztendlich langfristig nicht dahin bringt, wo ich hin will. Für mich macht es keinen Sinn, Zeit zu verschwenden, Geld zu verschwenden, meine Aufmerksamkeit zu verschwenden für Produkte und Dinge, die letztendlich langfristig für mich überhaupt keinen Unterschied machen, weil sie nichts ändern, weil sie absolut nichts ändern. Deswegen funktionieren auch Diäten nicht. Diäten machen nur eins. Sie bringen deinen Körper für eine gewisse Zeit in einem gewissen Bereich in ein Defizit und dein Körper wird sich daran anpassen, weil es ist nämlich ein schlaues Kerlchen. Dein Körper ist so ein schlaues Kerlchen. Selbst wenn du anfängst zu fasten, irgendwie auf Nahrungsmittel zu verzichten, wird der Körper sich anpassen. Und was passieren kann, wenn du zum Beispiel weniger Nahrung aufnimmst, der wird irgendwann deinen Stoffwechsel auf dieses Nahrungsdefizit anpassen und dann ist das Nahrungsdefizit weg. Es ist einfach weg. Du bist dann wieder einfach auf deiner Nullschiene. Dein Körper passt sich immer an. Deswegen ist es so wichtig, den Körper zu verstehen und nicht mit irgendwelchen Produkten da irgendwas zu tun, was letztendlich langfristig gesehen keinen Sinn macht. Aber dafür dürfen wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und das ist Arbeit. Aber langfristig gesehen ist es so sehr zeitsparend, geldsparend und ressourcensparend. Also ressourcensparend, deine eigene Energie, deine eigene Lebenskraft. Und hier möchte ich dich wirklich bitten, hör auf, irgendwelche Dinge immer wieder neu auszuprobieren, immer wieder neue Dinge irgendwie zu kaufen, die schon vorher zum Scheitern verurteilt sind. Es macht keinen Sinn, Dinge auszuprobieren, wo draufsteht 4 Wochen irgendwas Kur. Es macht keinen Sinn, weil es langfristig wird dein Körper darauf reagieren und anpassen und die Dinge so regeln, dass er wieder in einer Fülle ist und nicht in einem Mangel. Deswegen ist es viel, viel schlauer für dich, den Standpunkt einzunehmen, was funktioniert langfristig. Und ja, eine Ernährungsumstellung funktioniert langfristig, wenn du deinen Körper in eine natürliche Regeneration bringst, in eine natürliche Regulation und das auf allen Bereichen, also ich spreche jetzt hier nicht nur allein vom Körpergewicht abnehmen, dann wird dein Körper sich auch darauf anpassen. Und es ist ein Weg, es ist ein Schritt für Schritt steigern. Und deswegen sage ich ja, fang da an, wo du bist, vergleiche dich nicht mit anderen, denn das ist etwas, was nicht funktioniert. Du bist nicht die anderen und du bist nicht irgendjemanden. Und das ist auch diese Krux an diesem Influencen, immer wieder zu teilen, ja, nimm das Produkt und das ist gut und dieses ist gut und das ist gut. Du weißt überhaupt nicht, wie das Leben dieses Menschen aussieht. Und ich schaue mir immer die Menschen an. Wenn mir irgendjemand irgendein Produkt irgendwie verkaufen will, mir erzählen will, dass es ja so gut ist, gucke ich mir den Menschen an, gucke mir den sein Leben an und hinterfrage, okay, ist das, was der jetzt gerade lebt und so wie der so wirklich ist, also nicht dieses, das, was wir immer nur auf Instagram sehen, sondern was ist dahinter? Und ich versuche schon so viel wie möglich wirklich mit echten Menschen einfach in Kontakt zu kommen, also die Menschen auch wirklich kennenzulernen. Und wenn das Leben, was der lebt, ungefähr mit dem resoniert, was ich möchte, dann könnte es sein, dass mir das Produkt irgendwie ins Haus kommt.
Aber wenn es einfach nur ist, ja, nimm 3 Tropfen davon und das musst du jeden Tag nehmen und das und dies und jenes, dann schaue ich mir das an und wenn ich schon gar nicht so durchblicke, was bei dem wirklich im Leben sich da so gut entwickelt hat, dann lasse ich es sein, dann mache ich das nicht. Und das solltest du auch machen. Wenn du etwas anfängst, wenn du etwas verändern willst, mach es für dich. Mach es für dich und mach es nicht für den Weg von anderen Menschen, sondern lass dich eher inspirieren von Menschen, die du tatsächlich sehen kannst, mit denen du reden kannst. Das ist manchmal wirklich so schwierig, auf Instagram und auf Facebook und Co. diese großen Influencer und auch die kleinen Influencer, es gibt ja ganz, ganz viele mittlerweile, diese Produkte verkaufen und dann immer erzählen, ja, mein Leben hat sich verändert und Co. und bla, 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 bla. Du kannst dich mit diesen Menschen doch nicht unterhalten. Du kannst doch nicht wirklich in ihr Leben reinschauen. Deswegen sprech mit Menschen, die neben dir sind. Und wenn diese Menschen dir irgendetwas empfehlen, guck dir ihr Leben an. Hinterfrage das. Das, was diese Menschen leben, ist es das, wo du hin willst? Oder ist es das nicht? Und wenn es es nicht zu 100% ist, dann nimm nur das mit, was wirklich der richtige Weg für dich ist, was sich richtig anfühlt. Und ich nehme auch von anderen Menschen ganz viel mit, aber auch immer nur einen Teil. Denn die größte Wahrheit ist, andere Menschen leben nicht das Leben, was ich lebe. Kein anderer Mensch auf dieser Erde hat meinen Körper, kein anderer Mensch auf dieser Erde hat meine Gedanken, meine Innenwelt und auch nicht meine Ziele. Denn meine Ziele sind ganz, ganz, ganz individuell und ich habe große Ziele für mich. Manchmal sind die auch ein bisschen sehr groß, aber ich gehe diese Ziele für mich und nicht für andere Menschen. Ich möchte in meinem Urlaub, und wenn du diese Folge hörst, werde ich das wahrscheinlich schon gemacht haben, will ich auf einen ganz hohen Berg rauflaufen und habe alles dafür vorbereitet, habe alles schon gemacht, trainiere dafür und so weiter und so fort. Das wird ein Riesending und ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich da unten bin, dass ich mega kaputt bin, aber ich mache das. Ich mache das für mich. Und mich hat erst neulich eine Frau gefragt, ja, und warum machst du das denn? Das ist doch dein Urlaub, da bist du doch mega fertig, oder? Und dann habe ich sie strahlend angeguckt und es kam so richtig rausgeschossen aus mir. Sag ich so, ja, wie geil, genau deswegen. Und das ist es, das ist es. Ich mache das für mich, ich mache das für dieses Erlebnis, ich mache das dafür, dass ich da oben auf diesem Berg stehen kann und einfach, ja, die Königin der Welt sein kann, um dann wieder runterzulaufen und unten glücklich und kaputt einfach bei meiner Familie zu sein und zu sagen, ey, ihr Lieben, danke, dass ihr mir die Zeit gegeben habt. Das ist genau das, was ich gerade gebraucht habe für mich. Und deswegen mache ich das. Mein erster Tipp für dich, egal was du tust, egal welche Veränderung du durchlaufen möchtest, lasse dich von anderen Menschen inspirieren. Achte jedoch darauf, dass diese Menschen greifbar sind. Lass dich nicht von irgendwelchen Menschen auf Instagram inspirieren, von denen du nicht weißt, wie wirklich ihr Leben aussieht. Und Instagram ist einfach nur so eine Oberfläche. Auch mein Instagram-Kanal zeigt nur die Oberfläche. Es ist schier unmöglich, wirklich alles zu zeigen. Und das möchte ich auch gar nicht, weil einfach die Privatsphäre meiner Familie so wichtig ist. Und ich bin auch nicht auf Instagram, um ja allen mein Leben zu zeigen, sondern der Kanal existiert, um andere Menschen dazu zu inspirieren, Selbstverantwortung zu übernehmen und ihren eigenen Weg zu gehen und da kleine Impulse zu setzen und zu sagen, hey, komm, nimm das mit, was du gerade brauchst und geh für dich selbst los. Geh ab wie die Luzi und immer geradeaus und folge dem guten Gefühl. Dafür ist mein Kanal da. Und dadurch zeige ich aber natürlich nicht alles, sondern ich zeige immer nur einen Ausschnitt und das darfst du mitnehmen. Wenn du dich von Social Media inspirieren lässt, dann ist es immer nur ein Ausschnitt. Und wenn du dich wirklich, wirklich, wirklich von anderen Menschen inspirieren lassen möchtest, dann nutze Menschen in deinem Umfeld. Komm mit neuen Menschen ins Gespräch und spreche sie ganz themenspezifisch an. Wenn du einen Menschen in deinem Umfeld kennst, der mega sportlich ist, dann geh zu diesem Menschen und rede nicht übers Wetter, sondern spreche mit diesem Menschen genau darüber. Wie ist dieser Mensch dahin gekommen? Wo hat er angefangen? Was waren denn seine ersten Schritte? Und auch wenn die 20 Jahre zurückliegen, können diese ersten Schritte von diesem Menschen dir weiterhelfen, um anzufangen. Und dieser Mensch, wenn der schon den Weg gegangen ist, wird auch verschiedene Rückschläge gehabt haben. Der wird definitiv irgendwann mal so kurz vorm Scheitern gewesen sein. Oder es hat sich für ihn erstmal als Scheitern angefühlt. Dann ist er aber weitergegangen. Und daraus kannst du auch wieder lernen. Du kannst
lernen, wie der Weg von anderen Menschen ausgesehen hat und das auf dich selbst übertragen, diese Motivation mitnehmen. Und das ist auch aus meiner Sicht die Wurzel von Motivation. Die Wurzel von Motivation ist, dir einen Weg anzuschauen, der für dich funktioniert und dem du vielleicht so ein bisschen folgen kannst, aber wo du einfach letztendlich dein eigenes drauflegst. Den Weg von anderen zu gehen, macht keinen Sinn, weil du bist einfach einzigartig. Du bist individuell. Und es ist so ein großer Druck, sich immer wieder an den Weg von anderen festzuklammern, an den Erfolgen von anderen festzuklammern. Das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, weil du willst letztendlich genauso gut sein wie der andere Mensch. Das liegt vielleicht auch in der Natur unseres Seins. Und die Folge davon ist, dass einfach du aufgibst und dann wieder genau da anfängst, wo du ja schon so oft gescheitert bist. Deswegen lasse dich inspirieren von echten Menschen in deinem Umfeld. Spreche mit echten Menschen. Verbinde dich mit Menschen, die auch wirklich sich öffnen. Und du kannst dich natürlich auch über Social Media verknüpfen, aber dann nutze Menschen, die auch wirklich es zulassen, dass du alles siehst und nicht nur ja, dir Produkte verkaufen wollen. Weil das ist natürlich, Produkte sind super, es sind viele kleine Helferchen auf diesem Markt dabei, die wirklich gut sind. Ich habe auch so ein, zwei kleine Helferchen. Das heißt aber nicht, dass es ja, die Endlösung ist von allem. Das heißt nicht, dass irgend so ein Öl oder irgendein Nahrungsergänzungsmittel, dass das letztendlich die Lösung für alles ist. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nur ein Teil des Ganzen. Deswegen lass dich davon nicht blenden, sondern lass dich inspirieren von echten Menschen und deren Erfolge, deren Leben. Und Worte sind so viel leiser als das tatsächliche Leben. Schaue dir das Leben an und stelle gezielte Fragen an diese Menschen und komme in den Austausch. Komme in den Austausch und so wirst du dich automatisch mit deinen Themen noch tiefer beschäftigen, wirst vielleicht auch Bücher finden zu diesen Themen, wirst Podcasts hören, wirst Bücher lesen und so weiter und so fort. Und dadurch ebnest du dir deinen eigenen Weg und das ist so wichtig. Wenn du an deinem Weg, an deinem Ziel festhalten möchtest, gehe deinen eigenen Weg, genau in der Intensität, wie du es leisten kannst. Denn wenn du dich überforderst, wird das langfristig gesehen eher zur Aufgabe führen und nicht an dein Ziel. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Der erste war schon sehr komplex. Der zweite Punkt ist letztendlich, dass du alles mit Freude und Leichtigkeit machst. Und das ist so eine Aussage, die hören wir vielleicht an jeder Straßenecke und das ist gar nicht so einfach, oder? Und trotzdem ist es wichtig und richtig. Wie kommen wir bloß dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir tatsächlich Dinge mit Leichtigkeit und Freude machen können? Denn es ist nicht immer leicht und es ist nicht immer freudvoll. Punkt. Das ist so. Das ist die Tatsache. Die Frage ist, machen wir es trotzdem? Machen wir es trotzdem? Und da sind wir wieder beim Müssen. Wollen wir oder müssen wir noch? Müssen wir uns noch gesund ernähren? Müssen wir uns heute noch bewegen? Müssen wir heute noch Sport machen? Müssen wir heute noch Journal schreiben? Müssen wir heute noch meditieren? Wenn wir es müssen, dann ist das echt schwer. Und wenn wir es aber wollen, ich will heute diese Podcast-Episode aufnehmen. Ich will heute noch laufen gehen. Ich will heute noch Sport machen. Ich will heute Abend noch meditieren und ich will heute noch ein bisschen Journal schreiben. Ich will heute meine Familie so eng um mich haben wie möglich. Ich will heute noch mit ihnen ganz viel erleben. Ich will. Ja, ich will. Yes. Das ist eine ganz andere Energie. Und wir können uns diese Energie tatsächlich ein Stück weit antrainieren, denn das ist ein ganz großer Punkt. Und da möchte ich nochmal meine Aussage, die ich bereits im Intro getroffen habe, so ein bisschen Stück weit aufnehmen. Es ist nie nur der körperliche Aspekt, sondern immer auch der mental-psychische. Und das ist vielleicht auch so wichtig in unserer Gesellschaft zu verstehen, weil es ist mittlerweile so, dass jeder Mensch ab 16 Jahre hat schon mal irgendwann mal ein Abo im Fitnessstudio gemacht oder war schon mal im Fitnessstudio für eine Schnupperstunde oder so oder in irgendeinem Kurs. Jeder Mensch hat schon mal irgendwie ausprobiert, etwas für den Körper zu tun. Die wenigsten Menschen jedoch haben auch nur daran gedacht, ihre mentale Fitness zu trainieren. Und das ist so wichtig. Wir können uns auf der mentalen Ebene so krass weiterentwickeln. Wir können so viel tun für unsere Psyche. Wir können so viel tun in diesem großen Universum, was sich in uns befindet und was sich um uns herum befindet. Was wir aber nur mit unseren Sinnen wahrnehmen und was wir dann in uns irgendwie so versinken lassen. Wir können so viel tun, jedoch nicht mit unserem Körper.
das ist eine intensive Arbeit, die wir mit unseren Gedanken leisten dürfen. Und das machen die wenigsten. Die wenigsten Menschen denken auch nur darüber nach, weil sie es gar nicht wissen, wie. Sie wissen nicht, wie. Und die Dinge, die sie so um die Ohren geworfen bekommen, überall, weil es gibt jetzt hunderte, tausende von Bullet Journals. Es gibt so viele Meditationen, die wir kostenlos bei YouTube und Co. nutzen können. Es gibt so viele Dinge, die wir nutzen können. Und dann probieren wir es vielleicht einmal aus und dann funktioniert das irgendwie nicht so, weil es fühlt sich irgendwie so komisch an, weil wir uns gar nicht so richtig drauf einlassen können und wir auch nicht wissen, warum. Wenn es sich komisch anfühlt, weil wir es nicht kennen und nicht wissen, warum, dann machen wir es nicht mit Leichtigkeit und Freude. Weil das ist ein Trainieren, das ist ein Trainieren, das ist ein Üben. Das ist wie Muskeltraining. Wir werden, wenn wir das erste Mal im Fitnessstudio sind, nicht leicht die 40 Kilo uns auf die Hantel packen. Wir werden vielleicht mit 2 Kilo anfangen oder mit 5 Kilo. Wir werden nicht sofort durch die Decke gehen. Das machen wir nicht. Aber wir erwarten es von unserem Geist und von unserer Psyche. Und das ist etwas, worüber wir mal nachdenken dürfen. Wir dürfen mal drüber nachdenken, was unser Geist, was unsere Psyche jeden Tag leisten müssen in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Und es ist massiv viel. Wir wollen uns das bloß nicht anerkennen. Das ist so viel, was wir leisten müssen. Alle, du, ich. Die gesamte Gesellschaft ist so sehr unter Druck, so sehr in diesem höher, schneller, weiter und das in allen Ebenen. Und da darf ich dich daran erinnern, das ist etwas, was du auch mit dir machen kannst. Du musst nicht höher, schneller, weiter mit dir selbst arbeiten. Es ist ein ganz sanftes Arbeiten und es ist ein tägliches Arbeiten. Es sind die ersten Gedanken früh morgens, wenn du aufstehst, die du ganz bewusst fasst. Und du kannst natürlich gleich daran denken, was du alles zu tun hast und aus dem Bett aussteigen und denken, okay, jetzt muss ich noch das machen, das machen, das machen und dann geht's schnell zur Arbeit. Ach ja, Kinder vorher noch wecken und wegbringen und so weiter und so fort. Oder du denkst einfach mal an was Schönes. Denkst daran, was möchte ich heute bewirken? Ich möchte Freundlichkeit nach draußen bringen. Ich möchte Gelassenheit nach draußen bringen. Ich möchte so viele Menschen wie möglich mit meinem Lächeln inspirieren, gut für sich selbst zu sein. Das ist zum Beispiel so ein Gedanke, den ich immer wieder gerne fasse, dass ich mit Freude rausgehe und dass ich so viele Menschen wie möglich anlächle, ein ehrliches Lächeln verschenke, um diese Menschen mal kurz zu unterbrechen in ihren Köpfen. Und das kannst du so sehr sehen. Werde dir mal darüber bewusst und geh mal durch dein Leben und schau mal den Menschen ins Gesicht. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen einfach nur so in ihren Gedanken verstrickt sind, dass sie nicht mal mehr merken, wenn ich sie anlächle und dass ich sie dann erst ansprechen muss, hallo, und ein freundliches und freudvolles Lächeln und ein Hallo dazu kann auch so viel bewirken. Und ich mache das so sehr gerne, weil ich unterbreche damit die Menschen. Ich unterbreche die Menschen dort draußen, die mir begegnen und vielleicht erinnern sie sich daran, dass sie mal ganz kurz auch Freude daran haben, was sie da tun. Denn dieses Leben wird nicht bedeutsamer, indem du leidest, indem du einfach nur dieses Leben durchziehst. Es wird bedeutsam mit jedem einzelnen Moment, der in Freude gelebt wurde, in Leichtigkeit gelebt wurde und der ja dieses Strahlen in dir hervorruft. Denn das ist etwas, was ich dir wirklich ans Herz legen darf. Egal wie schwierig dein Ziel ist, wenn du dem guten Gefühl folgst, dann wird automatisch die Motivation mitkommen. Wenn du da richtig Bock dazu hast, wenn du es willst und nicht mehr musst und das, wenn du einfach vorangehst mit Spaß und Freude, dann macht das Spaß, dann macht die gesunde Ernährung Spaß, dann macht Bewegung Spaß, dann macht die neue Arbeit Spaß und so weiter und so fort. Dann macht es Spaß. Deswegen bleib dabei. Und ein dritter und letzter wichtiger Ratschlag von mir ist, erlaube es dir, dich immer wieder neu auszurichten. Was heißt das? Häufig gehen wir einen Weg und wir glauben, wenn wir den so abgesteckt haben. Also ich mache jeden Tag so und so viele Übungen, ich meditiere jeden Tag so und so viele Minuten, ich nehme XYZ von Nahrungsergänzungsmitteln oder von irgendwelchen Ölen oder von irgendwelchen anderen Geschichten und dann bleibt dieser Weg konstant. Das ist Bullshit. Entschuldige bitte, aber so deutlich muss ich das sagen. Das funktioniert nicht. Unser Körper passt sich immer an. Unser System passt sich immer an.
wenn wir uns programmieren und so tun, als wären wir Computer, wo wir einfach nur ein paar Zahlen eintippen müssen und diese Zahlen laufen dann jeden Tag so durch und dann wird es immer gleich bleiben, dann wird es aber nicht auf unser menschliches System übertragbar sein. Wir sind nämlich keine Maschinen, wir sind keine Computer. Wir sind so individuell und sind so bewegt, bewegt. Deswegen ist Bewegung so wichtig. Bewegung auf mentaler, psychischer Ebene, auf körperlicher Ebene, in unserem gesamten Sein. Bewegung ist immer die Antwort auf alles. Und wenn du dich bewegst, werden sich Dinge verändern. Das ist so wichtig. Dein Körper wird sich anpassen, aber auch du wirst wachsen. Du wirst wachsen, wenn du deinen Weg gehst. Und dann werden die Dinge, die du die ganze Zeit gemacht hast, auf einmal nicht mehr funktionieren. Es könnte sein, dass du auf einmal merkst, dass du nicht mehr so viel Zeit für gewisse Dinge hast und dass du das neu anpassen darfst. Es könnte sein, dass Menschen auf einmal um dich herum sich verändern, weil sie auf einmal merken, oh, die ist auf einmal so anders, die macht auf einmal so ganz andere Dinge als ich und ich verliere sie. Und da darfst du dich anpassen und du darfst einfach deinen Weg gehen und du darfst nicht verunsichern lassen von anderen Menschen. Zu den Themen habe ich übrigens auch schon ganz viele andere Folgen gemacht. Also wenn jetzt diese Folge jetzt vor der Sommerpause dich dazu inspiriert hat, für dich durchzugehen, dann hör dir auf jeden Fall gerne die anderen Folgen mal an. Scrolle mal durch und suche dir dein Thema raus und beschäftige dich damit. Und du kannst mir natürlich jederzeit gerne eine E-Mail schreiben und mir auch erzählen darüber, was sich jetzt gerade verändert hat und wo einfach jetzt gerade der Punkt ist, wo du so ein bisschen Inspiration brauchst. Das ist auf jeden Fall was, was ich dir versprechen darf. Schreib mich an, ich antworte dir, ich lese alle E-Mails selbst durch und freue mich darüber, wenn wir in den Austausch kommen. Ich freue mich. Manchmal dauert es vielleicht ein, zwei Tage, bis ich antworte, aber ich antworte dir. Deswegen trau dich und geh diesen Weg und passe dich immer wieder neu an. Lasse dich nicht verunsichern, nur weil sich äußere Umstände verändern. Weil das passiert die ganze Zeit. Unser Leben ist nicht starr. Und nur weil wir ein Programm gefunden haben, was kurzfristig funktioniert, heißt es nicht, dass unser ganzes Leben dafür da ist, dass wir dieses Programm durchziehen. Das wird nicht funktionieren. Unser Körper, unsere Umgebung passt sich an. Und wir werden immer wieder geprüft, ob der Weg, den wir gerade eingeschlagen haben, auch wirklich der richtige ist. Und wenn du dein Ziel vor Augen hast, und ich hoffe, das hast du, dann erlaube es dir, dass du dich regelmäßig anpassen kannst. Erlaube es dir, dass du immer wieder neue Strategien für dich integrierst. Und wenn du dich mit deinem Thema beschäftigst, wenn du beispielsweise einen gesunden Lebensstil integrieren möchtest, dann könnte es sein, dass du dich regelmäßig steigern musst. Steigern in der Form der Bewegung, neue Bewegungsformen ausprobierst, dass du neue Übungen ausprobierst, dass du dich inspirieren lässt, indem du einfach mal wirklich ganz bewusst regenerierst, mal wirklich eine Woche nur noch spazieren gehst, Yoga machst, anstatt ganz hart zu trainieren. Es könnte sein, dass einfach dein Körper auch mal ein Runterfahren braucht. Es könnte aber auch sein, dass du schon seit Ewigkeiten immer nur das Gleiche machst und du endlich dich steigern darfst. Es könnte sein, dass wenn das, was du jeden Tag isst, dass dich das irgendwie nicht weiterbringt, dass du irgendwie an so einem Plateau angekommen bist und du einfach abnehmen möchtest, weil es vielleicht auch wichtig ist gerade, weil es ist halt einfach so, manchmal ist es so, dass wir nicht nur abnehmen dürfen, sondern auch müssen, weil einfach unsere Gesundheit daran hängt. Und dann müssen wir dieses Müssen so für uns switchen, dass es nicht in die Abwärtsspirale führt, sondern dass wir es als Motivation sehen für unsere Gesundheit. Wir wollen abnehmen wegen unserer Gesundheit. Wir wollen es. Wir müssen es auch wegen unserer Gesundheit, aber wir wollen es auch. Und das zu verändern in unserem Kopf, das ist dieses große Thema Mentalarbeit, was wir brauchen. Das zu verändern und diesen Weg weiterzugehen, auch wenn es mal schwierig wird. Weil es ist nicht immer leicht. Es ist so viel leichter, wenn wir es mit Freude und Leichtigkeit nehmen. Aber es ist nicht immer leicht. Und die große Motivation ist es, in einem schwierigen Moment trotzdem mit einem Ich will das weiterzugehen. Und diese Schwierigkeit wie einen Stein zu sehen. Ein großer Stein, der auf einmal vor dir liegt und du musst nur über diesen Stein hinüberklettern. Und dann bist du da oben und kannst alles aus einer neuen Perspektive sehen. Und es lohnt sich, immer mal wieder kleine Anstrengungen durchzuhalten, durchzuziehen sogar, um dann von oben in der neuen Perspektive sagen zu können, ey, das war es wert. Wenn wir aber unten stehen bleiben vor dem Stein, werden wir es niemals sehen. Wir werden es niemals sehen und wir bleiben dann einfach da, wo wir sind und geben auf und werden langfristig gesehen wieder zurückgehen. Und das ist es nicht wert. So häufig nehmen Menschen ganz, ganz, ganz schwierige Wege auf sich, verändern so viel, nur um dann kurz vorm Ziel sozusagen
unten am Stein stehen zu bleiben und nicht noch hochzuklettern. Du kannst es aber auch ganz anders sehen. Du kannst auch einfach sagen, hey, ich ruhe mich jetzt ja einfach mal eine Woche aus und dann mit Anlauf nach oben. Und das ist etwas, was du in deinem Kopf bearbeitest. Das ist nichts, was du mit Körper machst. Das ist nichts, was du irgendwie durch irgendwelche Ölchen und Tablettchen und weiß ich was machen kannst. Das machst du mit deinem Kopf. Das ist Mentalarbeit. Das ist mentales Training. Und wenn du fit bist auf der mentalen Ebene, dann wird es für dich möglich sein. Dann wirst du sagen können, okay, gut, ich bin komplett ausgelaugt. Ich habe jetzt gerade keine Kraft. Ich nehme jetzt eine Woche ganz bewusst für mich, für meine Gedanken, arbeite daran und dann, wenn ich fertig bin, gehe ich über diesen Stein rüber. Das ist Mentalarbeit. Und das kannst du so toll machen mit ganz, ganz vielen Techniken. Das kannst du über Journaling machen. Das kannst du über Prozessarbeit machen. Das gibt so viele tolle Prozesse, die genau da reingehen und die dir helfen, diesen Anlauf zu nehmen. Den Anlauf, um vielleicht dann mit einem großen Sprung einfach hochzuspringen. So, in diesem Sinne möchte ich jetzt nochmal diese drei Punkte kurz zusammenfassen für dich, um dir nochmal einen Überblick zu machen zum Schluss, weil das war jetzt gerade echt viel. Erster Punkt, lasse dich inspirieren und höre auf, dich zu vergleichen. Ganz besonders mit Menschen, von denen du nur eine Oberfläche siehst. Gehe zu Menschen hin, die vielleicht schon da sind, wo du hin möchtest, und tausche dich ganz konkret aus. Frage sie, wo sie angefangen haben, was ihre Schwierigkeiten waren auf ihrem Weg und lerne daraus. Lasse dich nicht blenden von einem Schein. Lasse dich nicht blenden von irgendwelchen Dingen, die du überall siehst, auf Instagram, auf Facebook, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, die letztendlich nur ein Ausschnitt von einer Wahrheit sind. Komme mit Menschen in Kontakt, die wirklich es zulassen, dass du ihr Leben siehst, dass du siehst, was da alles dranhängt an einem Weg. Weil daraus kannst du wirklich lernen, davon kannst du dich inspirieren lassen, ohne dich zu vergleichen. Denn dieses ständige Vergleichen führt nur dazu, dass du am Ende in dir gut genug sein möchtest für das Außen. Und das wird dich nicht weiterbringen, weil wenn du gut genug sein möchtest, darf ich dir sagen, dann ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Dann bist du die ganze Zeit auf der Jagd nach diesem gut genug sein. Du willst aber diesen Weg gehen. Und diesen Weg, den gehst du individuell, weil du bist ein individueller Mensch. Und den Weg eines anderen Menschen zu gehen, wird letztendlich nur dazu führen, dass du diesem gut genug nachjagst im Vergleich mit jemand anderem. Deswegen tausche dich mit echten Menschen aus. Zweitens, mache alles mit Freude und Leichtigkeit. Das heißt nicht, dass es immer leicht und freudvoll ist, sondern dass du anfängst, in dir diese Motivation hochzuhalten, dich mit deinen Themen zu beschäftigen, dich mit deiner mentalen Fitness zu beschäftigen, dich damit zu beschäftigen, was alles noch dazugehört, um dein Ziel zu erreichen. Dass du anfängst, lösungsorientiert zu denken, immer wieder dich neu auszurichten, dich mit Menschen zu verbinden, die dir vielleicht sogar helfen. Wenn du merkst, du kommst nicht weiter und du fällst immer wieder zurück, dann verbinde dich mit Menschen, die dir helfen. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die dir helfen. Es gibt so viele Trainer, es gibt so viele Coaches, es gibt so viele Kurse, Bücher. Es gibt so viele Dinge, die tatsächlich dir helfen können für einen gewissen Zeitraum, sodass du losgehst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die Zusammenarbeit mit Klienten und mit Klientinnen immer so ein bisschen als Steps sehe. Meistens fangen wir so mit 3 Monaten an, wo ich sage, hier, jetzt, wir buttern jetzt 3 Monate lang da rein, ich gebe dir ganz viel Content und du musst es jetzt verarbeiten. Wir gucken, was für dich funktioniert. Und dann machen wir 3 Monate nichts anders. Wir schauen uns den Weg an und schauen, was alles verändert werden kann, was alles wichtig ist. Und wenn nach den 3 Monaten noch Unklarheiten sind, dann geht's weiter. Aber ich habe auch das ganz oft so, dass ich nach 3 Monaten sagen kann, so und jetzt schubse ich dich raus und du musst deine Flügel ausbreiten und dann fliegst du los. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich meine Klienten und Klientinnen mein ganzes Leben an mich binde, sondern es geht darum, dass ich sie rausschubse, dass sie Mut bekommen, für sich diesen Weg zu gehen. Es geht darum, dass ich ihnen ganz viel Content mitgebe, den sie umsetzen müssen, den sie anfangen müssen, in ihr Leben zu integrieren, um zu spüren, ob es funktioniert oder nicht, um dann wirklich mit Anlauf und Kraft und ganz viel Mut voranzugehen. Und ich bin da trotzdem noch da. Aber sie sollen anfangen, selbst zu fliegen. Und das ist es. Und das ist es auf allen Ebenen. Und das ist freudvoll und leicht. Und da ist es wichtig, dass wir Freude und Leichtigkeit da drinne finden. Denn dein Leben wird nicht bedeutungsvoller, wenn du leidest.
Es wird größer und bedeutvoller mit jedem schönen Moment, mit jedem Moment, in dem du stolz auf dich selbst bist, dass du es gemacht hast, in jedem Moment, wo du merkst, dass die Anstrengung sich gelohnt hat und dass es am Ende doch gar nicht so schwer war und dass es doch irgendwie sich im Nachhinein irgendwie leicht anfühlt, weil es leichter ist, als ständig zu leiden. Dritter Punkt, erlaube es dir, dich neu auszurichten. Häufig haben wir das Gefühl, dass das, was wir tun, nicht ans Ziel bringt. Letztendlich ist es ein Es ist jetzt gerade nicht der richtige Weg. Ich darf die andere Abzweigung nehmen. Du darfst dich immer wieder neu ausrichten. Denn zu denken, du machst jetzt XYZ für dein gesamtes Leben, wird nicht funktionieren. Dein Körper passt sich an, dein Umfeld passt sich an, alles passt sich an. Und du darfst dich dem auch anpassen. Du darfst dich also immer wieder neu ausrichten, um am Ende dem guten Gefühl zu folgen. Und dieses gute Gefühl könnte sein, dass das so einen Zickzack-Weg macht. So Zickzack, Zickzack, da Abbiegung, da mal links, da mal rechts, da mal geradeaus. Und da darfst du einfach folgen. Du darfst dem guten Gefühl folgen. Und es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer freudvoll. Aber am Ende wirst du mit Freude und Energie da rausgehen. Und deine Lebensenergie ist letztendlich dein größter Wegweiser. Denn wenn du irgendwas richtig machst, wenn du dich fortbewegst, wenn du anfängst, für dich loszugehen, dann wird deine Lebensenergie wachsen, sie wird größer werden und genau das bringt die Leichtigkeit und die Freude mit sich. In diesem Sinne freue ich mich so sehr, dass du dabei warst und möchte dir für die nächsten 2 Wochen einfach mitgeben, sei mutig und stark auf deinem Weg. Erlaube es dir, dass du dich neu ausrichtest, dass du auch mal Fehler machst, dass du einfach für dich diesen Weg gehst, dass du individuell für dich diesen Weg gehst, weil das ist so wichtig. Wir brauchen dich in deiner vollen Kraft und es ist nichts Schöneres auf dieser Erde, wenn Menschen wirklich für sich losgehen, ausbrechen aus diesem täglichen Hamsterrad und einfach das tun, was ihnen gut tut. Und das ist tatsächlich einfach so wertvoll für uns alle, für dich, für mich, für die gesamte Gesellschaft. Sei mutig. Und erzähle mir sehr gerne auch davon. Erzähle mir von deiner Geschichte, erzähle mir von den Dingen, die gerade so einfach problematisch sind, die vielleicht dich nicht leicht und freudvoll anfühlen. Und vielleicht habe ich für dich einen kleinen Impuls, eine kleine Inspiration, die dir dabei helfen, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu sehen, auf den Stein hochzukrabbeln und von oben rauf zu schauen. Außerdem hilft der gemeinsame Austausch uns allen weiter. Wir lernen so viel voneinander und ja, ich freue mich. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich hier in diesem Podcast zeigt und somit auch diesen Podcast ein Stück weit mitgestaltet. Denn ich erzähle Geschichten, ich erzähle Themen hier immer auf der Basis von den Dingen, die mich selbst beschäftigen und die natürlich auch daraus resultieren aus Gesprächen mit Klientinnen, mit Mitklienten und aus meiner Arbeit heraus. Also zeig dich sehr gerne, alles natürlich immer sehr anonym und ich wahre deine Privatsphäre, weil das ist das größte Gut und größte Geschenk, dein Vertrauen. In diesem Sinne, ich wünsche dir wundervolle 14 Tage. Sei gut zu dir, sei unaufhaltsam, liebevoll zu dir, denn du bist wichtig in diesem Leben und du bist es so sehr wert, in deinem Leben glücklich und gesund zu sein. Ich wünsche dir eine so schöne Zeit. Wir hören uns spätestens am 14.08. Und bis dahin, bleibe bewegt, deine Marie.